Sehr verehrten Zuschauer, ich bin's wieder, euer ProGamer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir Jurassic World Evolution. Wir sind jetzt auf der neuen Insel Isla Sorna. Und wir schauen mal, was wir hier machen können. Ich zeige euch erstmal, wie groß die Insel ist. Und zwar haben wir hier ein kleines, naja, wie sagt man, mit Mauern umrundetes Gebiet für die Menschen. Ich schlage vor, jede freie Minute zu nutzen. Sie wissen schon, starten Sie Expeditionen, lassen Sie die Wissenschaftler etwas erforschen und machen Sie mir einen Kaffee. Mit Milch und zwei Stück Zucker. Ja, und in diesem Gebiet, Menschengebiet, sage ich jetzt mal, ich komme gleich dazu, weshalb, haben wir ein mittleres Kraftwerk, ein ACU-Zentrum, Sicherheitszentrum und Sturmabwehrstation. Okay. Das ist eingezäunt, weil, oder umrundet von Betonmauern, weil wir hier freilebende Dinosaurier haben. Hier sind Stegosaurus, 6 Stück. Ja, 6 Stück. Hier haben wir auch Stegosaurus, 5 Stück. Und hier sind auch welche. Und hier ist ein Fleischfresser, ein Spinosaurus. Okay. So, hier haben wir ordentlich Platz. Dann geht das hier ein schmaler Weg zu diesem Bereich hier. Und dann nochmal ein schmaler Weg zu diesem Bereich. Und hier ein schmaler Weg wieder zurück hierhin. Okay. Gut, wir fangen mal an, hier 2 Gehege zu bauen. Wir machen erstmal ein Gehege um die Stegosaurus. Fangen wir mal an. Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto eines Dinosaurus, der einen Kadaver frisst. Ja, wo soll ich denn Kadaver hernehmen? Ich lasse das erstmal. So, wir bauen hier erstmal ein Zaun drum. Okay. Wir fangen mal an mit Gehege und Zäune. So, dann nehmen wir mal den Zaun. Der sollte reichen. Okay. So, da haben wir, ja, wir fangen mal ganz am Rand an, oder, ich weiß es nicht, brauchen wir noch Platz dazwischen? Vielleicht für, ja, wir können noch mal, wir brauchen ja noch eine Galerie, aber die können wir auch dahin ziehen. Ne, gut, fangen wir hier an. So, einmal hier rum. So. So, dann hier rum. Hier rum. Hier. 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 Jetzt muss ich nochmal gucken. Wo sind wir jetzt? Ach da, okay. Ja, dann machen wir weiter. Ne, wir machen das noch etwas weiter. Hier hin, ja. Dahin. Dahin, dahin, dann hierhin, ja, das können wir so lassen, ich glaube, ja, das können wir so lassen, hierhin, jo, können wir hier so, einmal hier, da, so. Dann hier so rum. Dahin. 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 So. Gucken wir mal. Achso, nee. Nicht gut? Nee. Dann müssen wir nochmal. Ja.
Ne, dann müssen wir das nochmal kurz abreißen. Gehen nochmal kurz zu den Zäunen. Ja. Und setzen ihn da an. So. So, gucken wir uns das mal an. Jetzt ist das Gehege soweit dicht und fertig. Und alle Stegosaurus sind hier drin. Alles klar. Gut. Dann können wir die Pflanzen, die Bäume können wir drin lassen, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Wasser haben wir auch. Da haben wir auch Wasser. So. Dann habe ich da aber nicht so viel Platz gelassen. Wir nehmen mal ein Hammett-Entwicklungslabor und setzen das hier hin, würde ich sagen. Oh, einen Moment. So. Dann können wir das nochmal. Ich will. Wir haben Gewinn pro Minute 157, nicht schlecht. Okay. Ich würde sagen, wir passen das noch mal ein bisschen an. Reißen das noch mal ab. Und nehmen noch mal einen Zaun. Wir warten kurz. Wir warten kurz, bis das Entwicklungslabor fertig ist, damit wir da genau sehen können. Genau, das setzen wir nämlich daran. So. Dann haben wir das fertig. Na, ich würde sagen, ich muss mal kurz sehen, wie weit das hier geht. Oh, ganz schön weit. Okay, dann können wir das nochmal abreißen hier. Aber nur den einen hier. So, dann machen wir hier weiter. Ich will nur nicht, dass die da ausbrechen. Beziehungsweise, dass die hier rüberlaufen. So, dann können wir hier weitermachen. So, da. 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 Da, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ob wir. Wir brauchen ja noch Platz für. Für die Galerie, aber da haben wir dann. Da haben wir noch da Platz. Ja, gut, dann machen wir das so. Okay. Gehen wir hier. Achso, da können. Nee, gut, dann können wir das noch mal. Nee, das ist nicht gut. Dann reißen wir das noch mal ab. So. Geh noch mal kurz aufs Gehege. So. Genau, dann machen wir das hier weiter. Wir wollen ja keinen Platz verschwenden. Was habe ich denn jetzt genommen? Ach so, nee, das ist nicht gut. Das war das Falsche. Ja, das war das Falsche. Wir nehmen den hier. So, den setzen wir daran. Ja. Und dann machen wir den hier hin. Ja. Wir müssen noch mal kurz gucken, wie weit das geht. Achso, ja gut, dann können wir da gleich rüber, ja. Ne, dann können wir eigentlich jetzt rüber. Wir müssen da nämlich noch mal durch. Ja gut, dann. Als ich noch jünger war, habe ich für Gelegenheiten wie diese gebetet. Nur zu Ihrer Information. So. Dann können wir jetzt nämlich hochgehen hier. So,
Ah ne, da ist es. Okay. So. Fertig. Sind wir hier fertig? Ja. Ne, ich glaube, da haut das nicht hin. Ne. Da haut das nicht ganz hin. Da ist es frei, ja. Okay. Ja. Mal sehen. So. So. Dann haut das hin. Ja. So, jetzt haben wir hier. Ist das auch nicht dicht? Das kann auch sein, ja. Ich muss da mal ein paar Bäume wegmachen. Sehe ich da überhaupt nichts. Jetzt müssen wir das noch mal dicht machen. Ja. So. Ist das jetzt dicht? Ja. Okay. So, dann haben wir hier ein Gehege und hier ein Gehege. Das wird ein Pflanzenfressergehege. Und die... Wir lassen die dann da drin. Ja. Die 6 Stegosaurus lassen wir da drin. Und hier machen wir mal ein Fleischfressergehege. Mal gucken. Okay. Ja, meine Freunde, das wird schön. Das wird cool. Ja, wir können noch mal das hier dicht machen. Ja. Das ist dann dicht. Ich wollte das erst anders machen, aber... Und das ist dann auch dicht. So, dann ist das dicht. Ja, okay. Nee, das ist nicht richtig. Das müssen wir anders machen. Ja. Das muss nochmal weg. Ja. Okay. Dann machen wir hier einen Halbkreis. Dann machen wir hier einen Halbkreis. Für die Dinos, die... So. Dann haben wir hier... Und dann können wir... Oh, jetzt laufen sie hier rüber. Das ist nicht gut. Ja, andersrum. Was ist denn da los? Hä, wieso ist das verbaut? Was soll das? Okay. Ja. Da ist jetzt die Mitte. So gesehen, ne? Ja. Hier haben wir jetzt die Stegosaurus drin. Und das wird ein Pflanzenfressergehege. Hm. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Wir brauchen hier noch einen Weg. Wo haben wir denn hier einen Weg? Wo ist denn hier ein toter Dino? Wollt ihr mich verarschen? Ach so, er hat die schon umgebracht. Ah, okay. Ja. Ja, wir müssen den mal kurz hier einfangen. Ja, den hat er umgebracht. Ja. Okay.
Hier ist das ACU-Zentrum. Nee. Ja, das ACU-Zentrum. Nee, das machen wir anders. ACU-Zentrum, ACU-Helikopter, Aufgabe hinzufügen. Und dann werden wir den mal... Oh, wo ist denn das überhaupt jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das gar nicht. Nee. Nee, das sehe ich nicht. Wo ist er denn jetzt? Ach, da unten. Okay. Das muss ich mir mal merken. Wo ist er denn jetzt? Der Fleischfresser. Da ist der Spinosaurus. Okay. Wir müssen die nämlich mal... Sind die hier? Oder wo sind die? Ich habe keine Ahnung. Ach da. Ja, den nehmen wir jetzt mal, den betäuben wir. Ja. So. Den betäuben wir jetzt mal. Weil da hat er schon einen von den Stegosaurus umgebracht. Ja. Jetzt haben wir noch ein, 4 Stück, das ist okay. Die lassen wir dann erstmal da frei rumlaufen. Greift er noch einen an? Nee. Die anderen sind jetzt ein bisschen weiter weg. Okay. Ja, der wird betäubt. Sehr schön. Wir brauchen hier... einmal einen Weg. Genau. Wo ist denn hier überhaupt der Weg? Oh, Sie Mann. Sie und ich sind ein tolles Team. Ich zeige Ihnen die Aufträge. Sie schließen sie ab. Jeder gewinnt. Ja. Also, wie sieht's aus? Sollen wir einen weiteren Sieg einfahren? So, wir brauchen hier den Weg. Ja. So. Dann können wir den nämlich hier rüberziehen. So. Ah, ne. Da. Da. Weg haben wir. Strom hat er auch. Gut. Dann brauchen wir hier... ein Tor. Geht das überhaupt? Oder geht das nicht, weil das rund ist? Doch, hier. Dann haben wir hier ein Tor drin. Ja. Dann bauen wir hier auch nochmal ein Tor. So. Dann können die Dinos, weil das wird ein Fleischfressergehege hier und das wird ein Pflanzenfressergehege, liebe Freunde. Und wenn die jetzt hier ausgebrütet sind, kommen sie hier raus, in den Vorhof. In den Vorhof der Hölle. Und dann können sie entweder hier Pflanzenfresser rausgelassen werden oder Fleischfresser. Sehr schön. So. Ihr wollt doch wohl nicht das kaputt machen? Ne. Okay. Der ist jetzt tot. Ja. Tot, nee. Der ist jetzt, betäubt. Und jetzt holen wir den mal rüber. In unser Gehege. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo das ist. Irgendwo hier, ne? Ist er, glaube ich. Irgendwo hier. Oh ja, das ist natürlich schwierig. Den muss ich jetzt erstmal finden. Also hier war er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo sie ihn betäubt haben. Hier irgendwo? Nee. Da muss ich nochmal gucken, ja. Ach, da ist er. Okay, da ist das Wasser. Dann ist er da. In den Bäumen. Unter den Bäumen. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gut, nochmal das Ganze. Ja, so. ACU-Zentrum. Transportteam.
Und dann das berühmte Wasser, das ist glaube ich hier. Dann müsste er da irgendwo sein, oder? Ne, oder da? Da. So, den nehmen wir, transportieren ihn in unser Gehege hier rein. So. Dann haben wir hier schon mal einen Fleischfresser. So, wir brauchen hier einmal, obwohl die ja eigentlich grasen. Schläft er? Jo. Werden wir hier nochmal eine Futterstelle machen? Ne, Gäste nicht. Was brauchen wir? Gehege. Eine Futterstelle für Pflanzenfresser. So. Da wir da nochmal eine Galerie hinbauen, werden wir das dorthin setzen. So. Und da das Gehege ziemlich groß ist, setzen wir hier auch noch einen. So. Dann brauchen wir eine Galerie. Passt das? Das war doch eben blau. Wieso passt denn das nicht? Wollt ihr mich verarschen? Das passt nicht. Nö. Das ist ja merkwürdig. Naja, sonst werde ich das Gitter einfach dementsprechend anpassen. Jo, das können wir auch. Okay, wenn nachher alle Dinosaurier in den Gehegen sind, kann ich ja auch hier die Mauern, glaube ich, mal entfernen. Aber das machen wir später. So, hier sind noch welche, das nehmen wir uns später vor. Hier sind auch noch welche, das nehmen wir uns auch später vor. So, und hier haben wir jetzt zwei Futterstationen. Okay. Dann brauchen wir hier nochmal Fleischfresser-Futterstation. Und zwar dahin. So. Und einmal Lebendfutter. Das können wir dann hier entnehmen. Hier ansetzen. Lebendfutter. So. Dann haben wir hier schon mal einen Spinosaurus. Das sieht doch cool aus. Dann brauchen wir hier die Galerie. Da werden wir hier nochmal das Gitter anpassen. Ja. Abreißen. Geht das nicht? Ja. Abreißen. Abreißen. Und dann neu machen. Einmal hier hin, ja. Wo ist denn das jetzt da, ne? Ja, so. Und hier noch einmal. Damit das seine Richtigkeit hat. So, dann ist die Galerie hier drin, ja, perfekt. Dann hauen wir hier nochmal eine Galerie hin. Mal sehen, ob das klappt. Aber muss ich die auch nochmal wieder anpassen? Ich dachte, das klappt mal so. Ah, doch, hier klappt's. Sehr schön. So, dann haben wir hier zwei Galerien jeweils. Das ist sehr schön. Wir müssen hier nochmal einen Weg anpassen.
In der Wissenschaftsabteilung steht Ihnen eine neue Gelegenheit zur Verfügung, wenn Sie Interesse haben. Fühlen Sie eine Erfolgserinnerung durch nach Dinosaurier National Monument? Können wir ja machen. Gucken wir uns nachher an. Wir haben jetzt echt mal andere Sorgen hier. Andere Sachen zu tun. Einmal den Weg. So. Wer kommt denn darüber? So. Haben wir Strom? Ja. Sehr schön. Hier nochmal. Auch nochmal einen Weg. So. Ja, das ist aber der Hauptweg. Lass uns den mal auf den Nebenweg setzen. So, weil der Hauptweg muss nämlich, den führe ich hier runter. Ins neue Gehege hier. In das Riesengehege. Hier sind... Leider ist jetzt einer gestorben, aber da konnte ich jetzt nichts... Naja, ich hätte es früher machen müssen. Naja, gut. Hier haben wir noch 4 Stegosaurusse. Ja. Hier oben noch 5. Und die haben wir ja erstmal eingefangen hier. Die 6 Stück. Okay. Müssen wir mal sehen, welche wir hier zutun können zu den Stegosaurussen. Das machen wir aber später. Was ist mit dem Jungen hier? Gefällt er? Ja, er frisst. Gut. Ja, wir haben jeweils eine Galerie. Wir haben das Hammond-Entwicklungslabor. Gut. Und wir haben Futterstation. Und Wasser haben wir auch auf beiden Seiten und Bäume auch. Gut. Dann stehen die beiden Gehege. Wir haben hier auch noch Platz für den Hauptweg. Den können wir ja eigentlich nochmal setzen. Weil wir wollen ja da auch noch Gehege bauen. Und dann müssen wir hier runter den Hauptweg setzen. Ja. So. Genau. Oder eine Straße, kann man ja auch sagen, aber auf jeden Fall ein Weg. So. Ne, ist zu weit. Achso, im Wasser. Gut, lassen wir das erstmal. Dann haben wir den Weg jetzt hier, bis hier, ne? Ja, okay. Gut. Hier machen wir dann auch noch 2 große Gehege hin. Und hier auch noch ein riesiges Gehege. Oder 2. Und dann passt das. Wir haben hier ja noch Platz. Wir haben jetzt hier nicht mehr allzu viel Platz für die anderen. Wir können hier nochmal die Ranger-Station hinsetzen. Ja, das müssen wir nämlich. Ja, hier packen wir die Ranger-Station hin. Da bauen wir sowieso noch mehrere Ranger-Stationen hin. Also wir setzen auch noch eine Ranger-Station hier unten hin und auf der anderen Seite, ne? Wisst ihr, was ich meine, ne? Ja. Okay. Ja, gut. Was wir da in diese beiden Gehege noch für Dinos reinsetzen, müssen wir mal sehen. Vielleicht 2 Ceratosaurusse hier noch rein. Und hier noch ein paar Eddies oder Triceratops. Je nachdem. Schauen wir mal.
Ja, dann müssen wir das vielleicht auch noch ein bisschen enger machen, damit wir da noch mit dem Weg durchkommen. Ja, stimmt. Ja, wir müssen ja den Weg hier. Ja, okay, das machen wir dann aber später. Gut, meine lieben Freunde, meine lieben Zuschauer, das soll's dann für heute gewesen sein. Ich sehe gerade, die Ranger-Station ist fertig. Wir können da noch mal kurz einen Weg bauen. So. Und Strom haben wir auch. Ja. So. Dann setzen wir noch mal eine neue... neues Team. Dann haben wir zwei und noch eins. So, dann haben wir drei Autos. Ja, gut. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen nächstes Mal, also am Montag, machen wir weiter mit Isla Sorna. Und dann kümmern wir uns um die restlichen Gebäude. Die können wir ja dann ja auch dahin setzen. Hier noch. Hier haben wir Platz. Hier. Und wenn nicht, dann müssen wir die eben... Tja. Wir können die Gebäude auch hier hinsetzen. Das ist kein Problem. Ja. Ja, dann kümmern wir uns um die restlichen Gebäude. Und um die Gehege, die wir da hinten noch reinsetzen. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute. Noch einen schönen Tag wünsche ich euch dann. Und ja, bleibt gesund, bleibt cool. Und... bis bald, Jan, denn, und tschüdelü.